Und es gewartet ein wenig Shakes and Fidget. Nein, aus der Welt von Shakes and Fidget. Unterschiedlich meldet sich zurück. Egal, auf jeden Fall. Heute ist der, boah, lass mich nicht lügen, 5. Tag? Heute ist auf jeden Fall Dienstag, Mitternacht. Wieder Happy Hour, beziehungsweise Happy Hour werde ich nicht großartig benötigen. Ich kann nur noch zweimal nachtrinken. Aber dann sehen wir wieder Ehrenhalle-mäßig. Wie sieht's mit dem Level aus? Die Schere wird jetzt wahrscheinlich größer. Die wird sich weiter öffnen. Zwischen den Starken und den Schwachen. Aber das kann man später alles noch aufholen. Ich habe jetzt hier gerundet 49% im Sammelalbum. Das ist für mich, finde ich, ganz in Ordnung. Boah, Any Billy Talent ist hier zufällig genau bei mir, 62. Ist natürlich noch eine andere Hausnummer und auch die Quarantäne ist hier megamäßig gut dabei. 59, 55% hier. Jo, aber, oh, 28. Ah, dafür noch Level 35 ist echt genial. Und es wird in der Unterwelt was passieren. In der Unterwelt auf jeden Fall. Und ich starte mal mit dem Glücksrad und will mir ansehen, vielleicht gibt es ja Gold, dann würde ich die Festung sogar ausbauen. Okay, kleines Gold, ich brauche nur einmal oder zweimal das große Gold. Nein, einmal das große Gold, das ist so krass. Und schon kann ich die Festung ausbauen. Und das mache ich jetzt, dass ich vielleicht irgendwann die Akademie oder was auch immer errichten kann. Jo, genau, das ist die Sache, Ressourcen daran mangelt es echt gar nicht. Ansonsten Tränke, zwei Tage, 9 Tage. Das passt alles noch. Soweit gibt es eventuell irgendwelche Items. Ich kann mal kurz meine Gegenstände zeigen. Geschick, Ausdauer. Ja. Nicht mehr so stark. Geschick, ja. Das sind nicht die aktuellsten Items. Die Schuhe sind das alleraktuellste. Ach, und die Waffe. Genau, die Waffe ist auch nicht so verkehrt. Allerdings kann man mittlerweile schon 80 Schaden erreichen, circa. Und zwei Dinge. Nummer 1. Ah, dieser Kampf ist billig. Ich will noch nicht spoilern, aber bei dem Kampf, ich habe ihn mir angesehen, da war kurz eine Tastatur vorm in den Bildschirm fliegen. Nein, Quatsch, also ich raste normalerweise nicht aus, aber das war wirklich so, da dachte man sich, hä? Aber sehen wir es uns einfach mal an. Ich meine, 35 gegen 38, das ist eigentlich nichts. Später kann man Dungeons kaputt machen mit 30, 40 Leveln höher. Also wenn man selbst... Seht es euch an. Seht euch das an. Ich überlebe mit 79 Lebenspunkten. Und dann blockt das Ding sogar nochmal. Mit so einem Zipfelchen. Das ist nicht mal der Rede wert. Ah, ich dachte mir, was ist da los? Aber dann, ein paar Stündchen später, ging es. Und seht euch an, wie es ging. So, Gold bekommen, Erfahrungspunkte bekommen. 26.000 sind in etwa ein Viertel, Fünftel Level ab so in etwa. Ja, genau. Und was steht jetzt eigentlich an? Jetzt haben wir hier den Fleischgolem, dann das Feuerelementar und die Terror-Tarantel. Ich glaube, der Fleischgolem ist rein theoretisch der nächste. Aber wir questen dann einfach mal weiter in die Gilde. Habe ich heute schon ordentlich was reingeschmelzt, aber diese Ladung, die geht nochmal rein hier. Spenden, Kavums, Kavems. Und ja, ich nehme die. Wie viele Treibsanduren? 12 Treibsanduren, das passt sogar. Damit kann ich fast alles, glaube ich, durchrocken. Ausdauer, nö, da nehme ich natürlich diese Quest an. So, schaffe ich noch ein Level-Up eigentlich? Jawohl, Moment, 15.000 noch für ein Level-Up, das machen wir. Das wäre ja gelacht. Jetzt gibt es sogar noch eine schöne Mission, eine schöne Bonusmission, 3.600, also Bonusmission. Nein, Quatsch. Nö, wir sind ja hier nicht auf dem Server. Ich habe ja hier nur 10 und nicht 11 Mal nachtrinken. Hier ist das nicht. Verwirrung, Verwirrung. Ja, auch ich bin mal verwirrt, ab und zu, häufig, wie auch immer. Level 37 erreicht, sehr schön. Arena-Kämpfe dürfte ich heute alle haben, genau, 0 von 10 mit Erfahrungspunkten. Das heißt, ich kann mir meine Gegner aussuchen. 37, wie viele Leute haben wir denn auf Level 37 unter mir? Ich bin der niedrigste 37er, wenn ich das richtig sehe. Ach, Schilling, was treibst du nur? Hier ist ein 37er, der Legolas. Da noch ein 37er. Und hier geht es dann schon ab 38, obwohl 35, 33, jo. Aber mit 37 bin ich ganz gut mittelmäßig dabei. Ich meine, wie gesagt, es ist Happy Hour in 14 Sekunden. 14 Sekunden, Minuten ist der Tag zu Ende. Und von daher denke ich nicht, dass da noch krass viel passiert. Aber hier hat man natürlich dann immer 2, 3, 4, 5 Kandidaten dabei, die natürlich ausrasten müssen. Schon 1400 Geschick. Moment, 53? Level 53? Noch keinen Raid gestartet. Eventuell machen die das morgen. Ach so, erst 20 Mitglieder. Hm, ob man das schafft, ist die andere Frage. Aber auf jeden Fall, wenn einer 50 ist, könnte man es rein theoretisch
starten, so einen Raid. Aber egal. Ja, genau. Ich gebe hier mal kurz aus. Könnte ja zur Not, wenn ich noch Gold brauche, am Glücksrad drehen. Nur ich mag es nicht, wenn ich hier verliere. Wenn ich da wo angreife. Und zwar, wen suchen wir uns raus? Almost Evil, Moment mal. Da ist einer direkt unter uns. Und, der hat Schuhe. Der hat feine, feine Schuhe. Die lassen mir keine Ruhe. Ich habe gleich viele Lebenspunkte. Der Trank macht so einiges aus. So, sauber 16 Gold noch gewonnen. Naja, mit viel Gold sollte man nicht schlafen gehen. Das sollte man ausgeben. Bis zum letzten Hemd, dass das nicht geklaut wird. Okay, sehr schön. Morgen dann so 52% wäre genial. Alles andere ist Bonus. Und jetzt greife ich mal hier kurz an. Der Fleischgolem ist 40, genau. Der dürfte dann der nächste sein, glaube ich. Also, wenn ich den vorherigen mit 35 geschafft habe, müsste der eigentlich auch drin sein. Das wäre echt mal Zeit jetzt für, für ein richtig heftiges Epic. So eine, Moment, so eine Waffe oder so. Da versuchen wir direkt nochmal. Eine Waffe wäre schon heftig. Stärke hat der 600, Ausdauer. Ja, das Glück ist bei dem eben das Problem. Der crittet häufiger und hat ein höheres Level. Das heißt, da war von mir auch ein schöner Crit dabei. 13.000. Im Level-Up kann ich heute nicht mehr erreichen. Das heißt, wenn ich ihn jetzt nicht packe, dann niemals. Machen wir noch so 5 Versuche und da ist er kaputt. 31.000 Erfahrungspunkte und richtig wenig Gold, wenn man das mit dem Glücksrad vergleicht. Aber eigentlich ist es doch eine gute Menge an Gold. Jo, Erfahrungspunkte. Kawums, Kawems. Und wen haben wir jetzt? Den Herren der Finsternis. Der ist dann gleich Level 50. Nicht machbar, logischerweise. Und die Terror-Tarantel. Level 42 würde jetzt drankommen. Genauso wie meine Stimme drankommt. Wie viel Geschick hat denn der? Kann man machen natürlich als Kunde gegen Kunde mit viel Glück und dem Lebenstrank. Aber was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Und 300 für den Edelstein. Ich wusste echt nicht, dass das so unfassbar teuer ist. Egal. Um 2 Uhr bin ich heute nicht mehr wach vermutlich. Von daher wird das nicht mehr. Macht nichts. Dann verskill ich das noch und queste den Rest noch weg. Ich muss ja noch auf die anderen Server auch hier. Von daher 11 Minuten habe ich noch. Zweimal Handschuhe, die identisch aussehen. Na egal. 11 Minuten habe ich noch. Das sollte passen, sollte sich ausgehen. Ach, schade. Will ich 2400 Erfahrungspunkte, 2500 in etwa, oder diese Handschuhe? Eigentlich die Erfahrungspunkte. Obwohl, die Handschuhe sind verlockend. Ach, was sind schon 2500 Erfahrungspunkte? Später ist es gar nichts mehr. Da nehmen wir am Anfang noch diese Handschuhe, dann bin ich etwas stärker, kann bessere Gegner in der Arena packen. Und das passt. Denke ich mal. Okay, dann bin ich zufrieden soweit. Muss man sagen, 10 Gold, Moment, ich will die noch loswerden. So, alles weg, Stadtwache, rein, so ist das fein, so soll es sein. Obwohl, ein bisschen bleibe ich schon noch, vielleicht, machen wir so. Und dann würde ich mal sagen, Moment, Ehrenhalle, nein, da schaue ich einfach nachher rein. Wir begeben uns jetzt noch kurz zu S14 und da will ich gleich mal in die Unterwelt schauen. Da habe ich jetzt heute kurz Ausbaupause gehabt, ein paar Stündchen. Denn ich kann nun endlich meine Seelen abholen für das Herz der Finsternis auf Level 5. Ich dachte mir, wenn ich jetzt den Trolltrakt ausbaue, verliere ich Seelen. Und hier, dann komme ich nie zum Herz der Finsternis 5. Und das will ich jetzt machen, dass ich mir endlich mal die Zeitmaschine hole. Zeitmaschine und Wachposten. Und für die Zeitmaschine benötigt man eben das Herz der Finsternis auf Level 5. Und das habe ich dann jetzt. Genau, Goldgrube. Das ist oft nur ein Anzeigefehler, aber das stimmt schon so. Man bekommt dann irgendwie 100.000 Gold, beziehungsweise 300.000 ist das Maximum gerade bei mir. An Speicher, ich glaube, diese Zahl immer mal 10 ist das Maximum. Und hier, keine Ahnung, was da die Zahlen manchmal treiben. Einen Gegner kann ich mir noch aussuchen. Und da will man sich echt Zeit nehmen. Dann mittlerweile, Moment, das dürfte passen. Mittlerweile habe ich echt schon eine stärkere Truppe. Da könnte man auch mal so jemanden versuchen. Aber wie ich festgestellt habe, so ein heftiger Unterschied ist da gar nicht. Nehmen wir mal einen ordentlichen Kollegen, Level 15 direkt. Ich habe jetzt nämlich einige Goblins, auch Trolle schon am Start. Immer druft er auf den Druffy. Und da sieht man schon, ich meine, das Level, das kann man nicht irgendwie nicht ernst nehmen.
mit Level 35 diese Attribute haben, ist ja wohl mehr als lächerlich, aber die Attribute sind gar nicht so wichtig, denn die haben ja auch Werte, Angriff etc. und das Level, alleine diese 20 Level Unterschied, rein theoretisch mit der Berechnung, dürfte der Gegner dann nie kritisch treffen, fast nie. Und da bekomme ich hier 416 und 125, das waren alle 5 von 5 heute. Yo. Das passt. Also, Trolltrag 3, 3, 4, 4 und jetzt Herz der Finsternis, dann Seelenextraktor, Zeitmaschine, die werde ich ausbauen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Nebenbei kann ich natürlich immer so die Trolle leveln, die Goblins leveln, da tut sich immer ein bisschen was bei den Attributen, zwar nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Inventar voll, das ist nicht gut. Nee. Schilling, spoilere doch nicht, Mann. Ich hoffe, es hat niemand gesehen. Hat es wer gesehen? Ich glaube schon, das hat jemand gesehen. Gegen die Sackratte, was ist das für ein Name? Aber die Kutte des Mörders nur mit Glück. Von daher, aber trotzdem, Random Quest, einfach so Halloween Epic. Und was mache ich damit? Natürlich kommt das Teil direkt in die Toilette der arkanen Götter. Und danach wird es umgewandelt in Splitter, aber in ganz wenige. Warum nur 99? Seht euch mal diese Items an. Die geben immer vierstellig. Naja, dafür fast fünfstellige Metallzahlen hier, aber trotzdem, Metall ist ja nicht so, egal. So, Klo habe ich erledigt. Dann hier noch angreifen. Und Begleiter zumindest einmal. Licht ist heute dran. Holen wir uns das Zitrönchen ab. 4 Ränge gewonnen. Oh, ich bin richtig abgesunken. Gut. Glücksrad. Lucky Coins, genau, die neigen sich jetzt dem Ende zu. Heute nicht so viele bekommen. Ich habe auch wieder Fragen gelesen. Hey, ich sehe keine mehr. Woran liegt das? Oft liegt es nicht mal an euch. Da könnt ihr nichts tun. Das liegt einfach daran, dass gerade keine Werbekooperationen zur Verfügung stehen. Ansonsten Adblocker aus. Ansonsten mal die App versuchen. Ansonsten mal den Browser wechseln. Und so weiter. Das sind so ein paar kleine Tipps, die man machen kann. Aber im Prinzip, oft liegt es auch einfach daran, dass nichts kommt. Also, dass es gerade nichts gibt. So, 29%. Wie sieht's denn aus? Heute bitte. Also, packen werde ich den heute nicht, aber heute mal wieder ein schöner Versuch. Das meinte ich damit. Naja, so schön war der jetzt nicht. 18. Egal, man darf ja noch, man wird ja noch träumen dürfen, oder? Moment, ich hatte ein Level-Up, genau. Haben wir das eigentlich gefeiert? Nicht, oder? Jetzt habe ich natürlich mein Gold. Egal, das machen wir dann ein anderes Mal. Dann greife ich hier an. Gegen den Grauguhl. Komm. Ein paar Crits und schöne Hits. Der Versuch war gar nicht mal so schlecht. Der war echt nicht schlecht. 2 Crits noch mehr und der wäre kaputt gegangen, der Gegner. Na gut. Wir machen das mal flott durch hier noch und überspringen mit den Treibsanduhren. Was wollte ich da noch machen? Eine Sache wollte ich da noch machen. Überlegen. Genau, heute sehen wir uns mal ein bisschen dann noch die Edelsteine an. Sobald alles durch ist. In 6 Minuten ist Mitternacht. Da will ich mir noch kurz ansehen auf W20. Wirklich, was sich da tut, weil oft machen ja die Leute noch am letzten Drücker. Gürtel sind heute dran. Sehr schön. 4 Millionen gratis extra obendrauf. Nimmt man gerne an. Einen Apfel nimmt man auch gerne an. Und noch zweimal. Okay. Da war ich heute schleißig, aber wenn man weiß, dass man Treibsanduhren hat, dann ist man manchmal schleißig. Und denkt sich, ja, das kann man sowieso dann noch später machen. Vor allem, weil ich ja weiß, dass ich dann kurz vor Mitternacht noch ein Video drehe. Okay, und da trudelt sogar noch eine Special-Mission rein. Eine rote und noch eine. Also, wenn es läuft, dann läuft es. Aber die andere ist sogar besser. Die gibt die doppelten Erfahrungspunkte. Okay, das ist mal alles erledigt soweit. Dann. Alles klar. Mach jetzt keinen Stress. Ich habe heute noch nichts hier ins Klo geworfen und noch kein Dungeon gemacht. What? Normalerweise, immer nach so 10 Minuten, was ist los? Macht ihr hier irgendwie Stress? Und vor allem der Error ist lustig. Vielleicht, wenn ich hier klicke, spielen. Ja gut, was mache ich jetzt? Okay, ich habe das Spiel geschlossen und wieder geöffnet. Das hat den Trick gemacht. Naja. Am Ende ist man immer schlauer. So, hier trinke ich dann nicht mehr, da mache ich es flott. Und man hat es eventuell schon gesehen und ich wollte es mir fürs Video aufheben, um das mal den Leuten auch zu zeigen, die das noch nie gesehen haben.
das ist es jetzt endlich, das Herz der Finsternis. Moment, ich mache vorher noch alles, was man nur vor Mitternacht erledigen kann. Nämlich hier flott angreifen, hier flott einen Geschickstein rein, diesen Trank auf jeden Fall. Oh, den hätte ich, das war die falsche Reihenfolge. Und am Glücksrad drehen und noch einen Begleiterkampf machen. Hydrospear, komm, zeig, was du kannst. Jawoll, gegen Unicorn sogar. Na gut, dann ist mal alles erledigt. Also, 20% Chance auf das Herz der Finsternis, wenn man die ersten 9 Dungeons besiegt hat, dass der Märchenturm freigespielt ist und wenn man die Edelsteinmine auf Level 10 hat. Und wenn man dann sucht, gibt es eine 20% Chance, aber ich glaube, die ist vielleicht sogar höher, wenn ich da schon 2 habe. 20% Chance auf dieses Herz der Finsternis. Und wenn man das dann hat, zieht man es auf sein Charakterbildchen. Kavums. Und dann ist hier so eine Münze. Und entweder klickt man auf die Münze oder man klickt zweimal auf den Festungsbutton. Dann switcht das hier immer hin und her. Ja. Und jetzt habe ich die Unterwelt. Ich baue sofort den Seelenextraktor, dass ich da Seelen ansammeln kann. Und genau. Beziehungsweise nein. Ah, das, ich glaube, der Moment, das Tor zur Unterwelt muss ich bauen, dass ich überhaupt anlocken kann. Aber heute ist sowieso schon nächster Tag und das schaffe ich heute schon noch, keine Sorge. Ja, genau. Herz der Finsternis, das ist es. Das andere kann ich jetzt eigentlich zerstören, wegwerfen, wie auch immer. Und jetzt bin ich einige Tage hinterher, aber ich konnte nichts dafür. Die Edelsteinmine wurde ausgebaut und in dieser Zeit kann man eben, naja, keine Edelsteine finden. Folglich auch das Herz der Finsternis nicht finden. So leid es mir tut. Gut, dann ist hier aber alles erledigt. Ich wollte noch kurz, jetzt ist es genau Mitternacht. Ach komm, jetzt ist aber genug hier. Ich will nicht immer neu starten. Mann, das macht keine Lust. Was ist das? Okay, jetzt habe ich Steam gerade zum 5. Mal geschlossen. Und ich mache keinen Joke. Ja, es geht nicht mehr. Na gut. Schade. Kein Server. Eieiei, all diese Charaktere von mir. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich habe sowieso alles schon erledigt gehabt, aber Stadtwache muss ich da noch aktivieren. Würde ich mal sagen, war's das mit dieser Folge. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Es geht einfach. Error Unknown Title.